So, einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag oder wie der Norddeutsche sagt, moin moin, zu unserer heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Horst Kraas, ich arbeite beim Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung und werde heute Abend so ein bisschen versuchen, den Abend zu moderieren. Wir haben zwei Gäste, zu meiner Linken Professor Elmar Brehler, ist 2013 Leiter der Abteilung Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie an der Universität Leipzig und seit 2002 damit befasst, in Umfragen und Datenerhebungen die Ausbreitung von rechtsextremen Einstellungen in Deutschland zu erforschen und Mitautor der Studie Die enthemmte Mitte, die ihr hinter mir seht. Und rechts von mir Jan Korte, im Hauptberuf Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung und im Nebenberuf Bundestagsabgeordneter der Linksfraktion, also der Partei Die Linke. Wir haben uns das heute Abend so geplant und vorgestellt und hoffen, dass diese Vorstellung auch sich weitgehend so umsetzen lässt, dass wir erstens relativ ausführlich von Herrn Brehler die neue Studie, die enthemmte Mitte, vorgestellt bekommen, die ja jetzt seit Mittwoch öffentlich ist und auch ein noch erhebliches öffentliches Aufsehen erregt hat. Dass wir, nachdem er eine Dreiviertelstunde, Stunde lang die wichtigsten Ergebnisse auch ein bisschen auf die Kritik eingehend vorgestellt hat, dann eine kurze Pause machen, wo man sich nochmal mit Getränken und vielleicht auch etwas Essbarem versorgen kann, weil wir ja zu einer etwas merkwürdigen Zeit heute angefangen sind, sozusagen vor dem Abendbrot und erst nach dem Abendbrot aufhören wollen. Und dass wir danach eine anfangen, die Diskussion einzutreten, die so ein bisschen so aussehen wird, dass zunächst von mir und Jan Korte ein paar Fragen an die Studie gestellt werden, die uns so eingefallen sind und die wir für wichtig halten und wir dann insbesondere auch darüber diskutieren wollen, was heißt eigentlich die Ergebnisse dieser Studie, wie auch der Vorläuferstudie, für die Arbeit einer parteinahen Stiftung wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Was heißt das für politische Bildungsarbeit, für die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir uns bewegen, welche Rolle spielt der Kampf dabei gegen rechts und ähnliche Fragen. Und bei dieser Diskussion, da denken wir dann, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo das Zuhören alleine nicht mehr befriedigend ist, sondern man selber mitdiskutieren möchte und dann einfach zu Wort melden und dann machen wir die Diskussion im Saal auf. Ich würde sagen, wir verfahren dann auch so und ich übergebe das Wort an Elmar Brehler, die hier verschwinden oder von hier vorne. Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich wollte vorneweg bemerken, dass ich Untersuchungen in dem Feld, über das wir heute reden, schon sehr viel länger mache. Ich habe Anfang der 70er Jahre mit Horst-Siebert Richter die Wähler der NPD untersucht. Wir hatten damals ja, die Älteren erinnern sich, viele Landtage mit NPD, mit der NPD im Landtag, so auch in Hessen, wo ich damals gelebt hatte, wo die NPD in den Landtag eingezogen war. Wir hatten damals herausgefunden, dass die Anhänger der NPD eher männlich waren und eher älter. Später haben wir dann 1989, kurz vor der Wende, die Anhänger der Republikaner untersucht. Einige werden sich erinnern, die Republikaner hatten fast 10% bei der Europawahl 1989. Es gab einen großen Unterschied zu 1975. Die Anhänger der Republikaner waren anders, sie waren jünger, irgendwie ein bisschen modernisierter. In den 90er Jahren habe ich wiederum mit Horst-Siebert Richter, der damals das Freud-Institut in Frankfurt geleitet hatte, sehr viele Untersuchungen gemacht zu Teilaspekten, Antisemitismus, Einstellungen zu, was Horst-Siebert Richter sehr im Herzen lag, Einstellungen zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Und ich hatte dann 2001 mit dem Leipziger, meinem Kollegen Angermeyer, Leipziger Psychiater, die erste größere Rechtsextremismusuntersuchung gemacht an 5000 Personen. Was 2002 neu war, dass wir
uns getroffen hatten mit ganz vielen Politologen. Ich bin selbst ja nicht Politologe, ich bin Medizinpsychologe und Medizinsoziologe. Die hatten mich eingeladen, aber dennoch eingeladen, um vor allem Hilfe bei der methodischen Entwicklung eines Rechtsextremismus-Fragebogens zu bekommen. Ziel war es, die vielen einzelnen Veröffentlichungen, die es in den 90er Jahren gegeben hatte, zur rechtsextremen Einstellung vergleichbar zu machen. Herr Falter hatte DFG-Projekte 92 bis 96, Herr Stöß war dabei, Herr Niedermeyer, die Mainzer waren dabei, es waren alle, die in dem Feld tätig waren, versammelt. Und wir wollten uns auf einen Fragebogen einigen, der eine Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Untersuchungsgruppen möglich macht. Wir haben die Mittelstudien seit 2002 im Zweijahresrhythmus durchgeführt, im Zeitraum von 2006 bis 2012 mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und wir hatten, das waren alles repräsentative Befragung face-to-face, das bedeutet, Interviewer gehen nach einem Zufallsprinzip in die Häuser und befragen Leute in Form eines Fragebogens, der den Betroffenen vorgelegt wird. Die Interviewer nehmen dann den Fragebogen mit. Es ist wichtig zu sagen, dass diese Face-to-Face-Befragung, wenn die Befrager ins Haus gehen, methodisch immer noch der Goldstandard ist. Die meisten Befragungen werden heute am Telefon gemacht. Und das hat zwar den Vorteil, dass es sehr einfach und preiswert ist, hat aber den Nachteil, dass die Teilnahmequoten sehr gering sind. Sie liegen bei Telefonbefragungen meist unter 20%. Und es gibt am Telefon auch oft Probleme mit einer mangelnden Hüllungsbereitschaft am Telefon, so viel von sich zu geben. Also wir haben uns für die solide Art entschieden. Wir hatten, da wir natürlich auch wissen, dass Fragebogenuntersuchungen nur relativ an der Oberfläche bleiben. Wir erfahren bei Fragebogenuntersuchungen nur, was die Leute bereit sind zuzugeben. Wir wissen nicht, was sie denken. Wir hatten 2007, 2008 dann auch einmal eine qualitative Untersuchung gemacht. Wir hatten von den Befragten 2006 Gruppen ausgewählt. Wir hatten die Leute gefragt, ob wir sie nochmal befragen dürfen und haben Leute ausgewählt, die im Fragebogen angaben, überhaupt keine rechtsextremen Einstellungen hatten und Personen, die angaben, rechtsextreme Einstellungen zu haben. Und haben dann etlichen Städten Deutschland Fokusgruppen mit diesen Betroffenen gemacht. Was wir dabei gelernt haben, ist, dass Personen, die sich im Fragebogen rechtsextrem äußern, das auch im Interview machen, dass aber bei Personen, die im Fragebogen völlig unauffällig sind, dennoch sehr viele rechtsextreme Anschauungen vorhanden sein können. Das muss man sagen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir fragen, bei unseren Befragungen kümmern wir uns um Einstellung und nicht um das Verhalten, also Verhalten, Wahlverhalten, Mitgliedschaft, Provokation bis hin zur Gewalt, sondern wir untersuchen die Einstellung und die Einstellung gemäß dieses Rechtsextremismus-Fragebogens, der in dieser Konsensuskonferenz der Sozialwissenschaftler entstanden war. Der Bogen, auf den wir uns einigen konnten, waren Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur, Chauvinismus, übersteigertes Nationalbewusstsein, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus und Verharmlosung des Nationalsozialismus. Heftig diskutiert wurde, ob Autoritarismus auch Bestandteil rechtsextremer Einstellungen ist, weil ja, gab ja die Untersuchung von Horkheimer und Adorno, die herausgearbeitet hatten, dass die autoritäre Persönlichkeit in Deutschland ja ganz wichtig war für die Genese und den Erfolg des Nationalsozialismus. Es gab Gegenargumente von einigen in der Runde, die meinten, dass autoritäre Einstellung, Autoritarismus auch in anderen politischen Spektren vorkommen könnte. Daher haben wir in den Rechtsextremismus-Fragebogen diese Dimension nicht aufgenommen, haben aber autoritäre Einstellungen immer
die ganzen Jahre mitbefragt, weil wir sie auch für sehr relevant halten. Wir hatten für jede dieser Bereiche, dieser sechs Bereiche, fünf Fragen ausgewählt und haben nach unserer ersten Repräsentativbefragung geschaut, ob diese Fragen auch den handwerklichen Prinzipien, das sind für Psychologen, Gütekriterien und Skalenbildung, haben wir drei Items ausgewählt von jedem dieser Bereiche und kamen zu einer sechsdimensionalen Skala, die Dimensionen unterschieden hat und wo alle Items dieser Dimension sowohl mit der Dimension als auch mit dem Gesamtwert Rechtsextremismus deutlichen Zusammenhang hatte. Das ist ein Punkt, der jetzt in der Kritik, in der FAZ gelegentlich geäußert wird oder auch von Herrn Klaus Schröder, dass solche Fragen eben nichts mit Rechtsextremismus zu tun haben. Wenn es die Frage auftaucht, die wir Sie auch gleich sehen werden, es gibt wertes und unwertes Leben, da würde mancher an eine Mücke denken. Oder andere Anklagen gegen unsere Fragen. Wir können sagen, unsere Fragen sind teststatistisch überprüft, dass sie mit rechtsextremen Einstellungen zu tun haben und mit der Facette des Rechtsextremismus etwas zu tun haben. Wichtig ist noch zu sagen, wie wir befragt haben, die Antwortmöglichkeiten bei dem Rechtsextremismus-Fragebogen. Man konnte voll und ganz zustimmen, überwiegend zustimmen, teils, überwiegend und eine völlige Ablehnung. Nämlich ein sehr wichtiger Punkt bei Befragung, dass man auch das, was wir Antwortmodell nennen, dass man das im Hinterkopf hat. Unsere jetzige Befragung, die ich heute vorstelle, wurde im Frühjahr durchgeführt, also bis Anfang April, von Ende Februar bis Anfang April. Es wurden rund 2.500 Personen in Deutschland befragt durch diese Face-to-Face-Interviews. Teilgenommen haben von den angesteuerten Personen knapp 60%. Einige wohnten gar nicht da, einige waren verstorben, einige waren im Urlaub, einige waren im Krankenhaus. Aber 60% der Angesteuerten, durch Zufallsprinzip Angesteuerten, haben teilgenommen. Die Ergebnisse der Studie, ich zeige Ihnen zunächst einmal die Fragen, die einzelnen Fragen, damit Sie wissen, was sich hinter unseren Dimensionen verbirgt. Die erste Dimension ist Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur. Und da sehen Sie links, die Werte links sind Gesamtdeutschland und in der Mitte die Werte für den Osten und auf der rechten Seite die Werte für den Westen. Hier ist die erste Frage, im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform. Das sagen in den neuen Ländern knapp 14%, im Westen 5%. Hier muss ich gleich eine kritische Anmerkung machen. Wir haben traditionell immer zwischen Ost und West unterschieden und ich habe auch seit der Wende sehr viele Untersuchungen über das West gemacht, bis sie mir zum Hals raushingen, die Ost-West-Untersuchung. Und deswegen wollte ich gleich das ein bisschen relativieren mit Ost und West. Eine zweite Relativierung wollte ich machen, dass bei den Werten, wenn man sie in den verschiedenen Dimensionen anschaut, dann liegt Bayern östlicher als die neuen Länder. Also in Richtung rechtsextremerer Einstellung. Also es gibt eine große Streuung auch in den alten Bundesländern. Das wollte ich gleich zur Einschränkung sagen. In der Kritik wurde auch gesagt, kein Wunder, dass man im Osten die Diktatur, die bessere Staatsform, es sind aber keine Rechten, die wollen eine linke Diktatur. Also, ja, wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Keine großen Ost-West-Differenzen um die 10%. Und was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzig starke Partei, die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Das ist jeder Fünfte, der das sagt. Da gab es auch Kritik, wir hätten herausstellen sollen, dass vier Fünftel das ablehnen. Das stimmt aber nicht, weil es viele teils Antworten natürlich auch gibt. Chauvinismus, diese Fragen werden immer angegriffen, weil
gesagt wird, das gehört zum natürlichen Nationalbewusstsein. Wir sollten endlich wieder mehr Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. 36%. Was unser Land braucht, sind hartes und energisches Durchgreifen deutscher Interessen gegenüber dem Ausland, 26%. Und das oberste Ziel deutscher Politik sollte es sein, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zusteht, sind 22%. Da wird immer gesagt, das sei doch was Gesundes und Normales. Und es kommt immer der Hinweis, wir sollten doch mal nach England, nach Amerika schauen. Das haben wir natürlich getan. Dort sind die Werte längst nicht so hoch. Für die Engländer verbietet sich so etwas, aus welchen Gründen auch immer, sich so zu äußern. Und selbst bei, in Amerika, wo man vermuten würde, dass das so ausgeprägt sei, weil wir die Vorstellung haben, dass das die Amerikaner machen, ist aber die Vorstellung der Bevölkerung auch nicht so hoch. Ausländerfeindlichkeit 2016. Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen, sagen immerhin 38,5% in neuen Ländern, 30% in alten Ländern. Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die Ausländer wieder in die Heimat schicken. Keine großen Ost-West-Differenzen, 26%. Und die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet, sagen ein Drittel. Wir haben auch einmal untersucht, den Zusammenhang zwischen der Überfremdungsangst, die man hat, und der Zahl der Ausländer, die im jeweiligen Bundesgebiet leben. Und der Zusammenhang ist negativ. Je mehr Ausländer in dem Bundesland wohnen, desto geringer ist die Angst vor Überfremdung, mit einer Ausnahme, Bayern. Bayern ist eine Ausnahme, aber es sind die Bundesländer mit wenig Ausländern oder wie man neudeutsch jetzt sagt, Personen mit Migrationshintergrund, wenn das Land wenig Personen hat mit Migrationshintergrund, ist die, fühlt man sich am meisten überfremdet. Antisemitismus 2016, um die 10%, wird zugestimmt. Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß. Zugestimmt bedeutet, stimme völlig zu und stimme überwiegend zu. Die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks, um das zu erreichen, was sie wollen. Die Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen nicht so recht zu uns, auch fast jeder Zehnte. Diese Zahlen sind in Deutschland im Vergleich zu Befragungen, vor allem unserer östlichen Nachbarn, Österreich, Polen, Tschechien, sind die Angaben sehr, sehr gering. Und es ist zu vermuten, dass die Äußerungen, das haben auch unsere Gruppenuntersuchungen damals ergeben, dass die antisemitische Einstellungen unserer Gesellschaft verpönt sind. Sie werden nicht geäußert, sind nicht sozial erwünscht. Und deswegen gibt es viele Personen, die im Fragebogen das nicht zugeben, die aber im Interview heftige antisemitische Vorbehalte zeigen. Sozialdarwinismus, hier ist die Frage, es gibt wertvolles und unwertes Leben, da geht es nicht um Mücken, das sind fast jeder Zehnte, das wertvolle und unwerte Leben war ein zentraler Punkt für den Nationalsozialismus, der Ideologie des Nationalsozialismus. Dass es die Menschen, dass es Menschen gibt, die einen verschiedenen Wert haben. Und diese Einstellung wurde ja in Deutschland mit Exzess bis zum Ende weiterverfolgt. An der Stelle wollte ich auch sagen, dass die Dimension des Rechtsextremismus, die ich Ihnen hier vorführe, alle einen zentralen Punkt haben. Es geht um die Ungleichwertigkeit, Ungleichwertigkeitsvorstellung, die bei Rechtsextremen dominiert. Dass es Menschen gibt, die mehr wert sind und andere, die weniger wert sind. Es geht nicht darum, dass Menschen unterschiedlich sind, sondern dass sie unterschiedlich viel wert sind. Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern aus der Natur aus überlegen, jeder Achte. Und wie in der Natur soll in der Gesellschaft sich immer der Stärkere durchsetzen, zeigt plötzlich einen großen Ost-West-Unterschied.
Die sechste Dimension, die Verharmlosung des Nationalsozialismus. Ohne Judenvernichtung würde man Hitler heute als großen Staatsmann ansehen. Das ist nur noch eine kleine Gruppe. Und auch die Personen, die meinen, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus in der Geschichtsschreibung weit übertrieben wurden. Jeder Zwölfte glaubt immerhin, dass der Nationalsozialismus auch seine guten Seiten hatte. Da bekomme ich auch Schelte, das sei auch so gewesen. Einmal werden die Autobahnen genannt und natürlich, was als Positives genannt wird, ist das Familienbild des Nationalsozialismus, das so positive Seiten hat. Schaut man auf die Skala insgesamt, dort haben wir drei Fragen, haben wir geschaut, Personen, die bei drei Fragen, mindestens bei drei Fragen im Schnitt zustimmend antworten, die haben wir bei der Dimension als extrem gekennzeichnet. Hier sehen wir Befürwortung einer Diktatur, gibt es Ost-West-Unterschiede. Beim Chauvinismus gibt es keine Ost-West-Unterschiede, bei der Ausländerfeindlichkeit, obwohl sie tendenziell ist, auch nicht signifikant ist. Antisemitismus 5%, Sozialdarwinismus 3,4%, kleine Unterschiede und Verharmlosung des Nationalsozialismus, also die durchgehender Meinung sind nur noch 2%. Zeitverlauf 2002 bis 2016 ist der Vorteil, einer der Vorteile unserer Untersuchung, dass wir mit dem gleichen Instrument über die Jahre gefragt haben. Und hier sehen wir von 2002 bis 2016 die Dimension Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur. Oben sind die neuen Länder und unten der Westen und auch die Gesamtbundesrepublik. Hier sieht man einen Abstieg eine Weile, also schwankt, und wir hatten die letzten beiden Jahre einen kleinen Anstieg. Chauvinismus im Zeitverlauf gibt auch ein Bild mit Auslenkung. Wir hatten eine Auslenkung 2012, eine sehr starke Auslenkung, die wird noch stärker bei der Ausländerfeindlichkeit und haben also keine Tendenz einer Zunahme. Die Ausländerfeindlichkeit sehen Sie, wenn Sie das Gesamtbundesgebiet nehmen, eigentlich keinen starken Anstieg. Und wir hatten für die neuen Länder einen hohen Anstieg bis 2012. Die Frage, wie kam dieser Anstieg in dieser Zeit? Wir hatten hohe Ausländerfeindlichkeit in neuen Bundesländern lange bevor die Flüchtlingsströme kamen. Die Frage, wieso? Eine Geschichte ist das mit den wirtschaftlichen Bedingungen. Wir hatten sogar mal eine Krise im Ende der letzten Dekade, die viele Menschen gesorgt hat. Wir hatten sehr hohe Arbeitslosenzahlen. Die Arbeitslosenzahlen sind zurückgegangen. Und wir führen diese hohe Zahl auch auf die wirtschaftlichen Bedingungen zurück, die hohe Arbeitslosigkeit. Ich habe dafür auch den Begriff Fressfeinde bezeichnet. Also wenn die Arbeitsbedingungen so schlecht sind und wenn die wirtschaftliche Lage so schlecht sind, neigt man dazu, Sündenböcke zu suchen, um die für diese Lage verantwortlich zu machen. Aber wir haben durch den Anstieg der Zahl der Flüchtlinge keinen Anstieg der Dimension der allgemeinen Ausländerfeindlichkeit. Sie erinnern sich, gefährlich in Maßen befremdet, Sommer mit Anstiegen etc. Antisemitismus im Zeitverlauf geht eher tendenziell nach unten. Wir hatten eine hohe Auslenkung 2002 im Westen gehabt, die wir damals zurückgeführt haben auf den Wahlkampf von Möllemann, der erstmals in einem bundesdeutschen Wahlkampf offen antisemitische Argumente benutzt hat. Sozialdarwinismus ist von großen Schwankungen gekennzeichnet und
die aber keine besonderen Auffälligkeiten momentan. Verharmlosung des Nationalsozialismus ist rückläufig in Deutschland und das ist vielleicht auch eine Folge, dessen, dass die Generation, die sehr nachhaltig geprägt wurde durch ihre Erziehung im Nationalsozialismus, inzwischen aus unserer Gesellschaft verschwunden ist. Wir haben Extremfälle, wie Sie ja der Presse entnommen haben, Extremfälle mit 95, mit dem 24-jährigen Wachmann von Auschwitz, aber diejenigen, die im Nationalsozialismus größten Teil ihrer Sozialisation erlebt haben, spielen zahlenmäßig in unserer Gesellschaft nicht mehr die größte Rolle. Die manifest rechtsextreme Einstellung, hier haben wir auch diesen seltsamen Peak 2012 in den neuen Ländern, der sich wieder eigentlich normalisiert hat. Ne? Hier haben wir einmal aufgeteilt nach Altersgruppen, 18 bis 30, 31 bis 60, nach 61 Jahre, und haben es nach West und Ost verglichen. Wir haben folgende Auffälligkeiten, dass wir in den neuen Ländern bei der Seniorengeneration einen deutlichen Befürwortung der Diktatur haben. Bei Chauvinismus sieht man, dass da eher tendenziellen Rückgang bei der jüngeren Generation ist, im Osten ein bisschen anders, aber nicht signifikant. Aber bei der Ausländerfeindlichkeit, hier sieht man, im Westen bei der Ausländerfeindlichkeit, die geht stetig zurück, wenn man von alt nach jung geht oder nimmt mit dem Alter zu. Und wir sehen, dass das in den neuen Ländern nicht der Fall ist. Und wir haben bei der jüngeren Generation in den neuen Ländern eine höhere Ausländerfeindlichkeit als im Westen. Und in anderen Altersgruppen, in der älteren Altersgruppe, war es eher umgekehrt. Sozialdarwinismus, Antisemitismus, Verharmlosung des Nationalsozialismus haben wir noch in so einer mittleren Generation im Westen noch eine leichtere Häufung. Also die Altersunterschiede, die Altersgradient von Einstellung ist, was sie bemerkenswert ist, bei Ausländerfeindlichkeit ist das in neuen Ländern ein großes Problem, die höhere Ausländerfeindlichkeit der Jugend. Wir haben auch Fragen der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit aufgenommen. Das war das etwas konkurrierende Konzept der Arbeitsgruppe um Heidmeier, die gemeint haben, Rechtsextremismus ist am Aussterben, wir brauchen ein neues Konzept, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Wir finden, dass wir rechtsextreme Einstellungen nach wie vor brauchen, aber wir finden auch das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit sehr wichtig, der in dem merkwürdigen Artikel in der FAZ stand. Unsere Ergebnisse, da wir nicht mehr weiterkamen, hätten wir nur neue Fragen erfunden. Das sind keine neuen Fragen, sondern wir haben die lange eingesetzten Fragen der Kollegen aus Bielefeld auch verwendet und haben gefragt, zum Beispiel, Muslim soll die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden. Und da hatten wir 2014 36,6%, das ist auf 2016 angestiegen, 5%. Etwas angestiegen ist auch durch die vielen Muslime, fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land, von 43,50%. Und darf aber nicht vergessen, dass die Ausgangswerte auch schon sehr, sehr hoch waren in Deutschland. Die Abwertung von Sinti und Roma. Sinti und Roma hatten 2014, als wir die Befragung machten, war das ja in der Presse ein sehr häufig diskutiertes Problem. Ich hätte Probleme damit, wenn sich Sinti und Roma in meiner Gegend aufhalten, sind weit über 50%. Sinti und Roma sollten aus den Innenstädten verbannt werden, das ist jetzt jeder Zweite der Meinung. Und Sinti und Roma neigen zur Kriminalität, 59%. Da gibt es natürlich an der Frage auch Kritik. Wir dürften nicht Tatsachen abfragen, die sowieso jeder wisse. Also,
klauen sowieso mehr. Irgendwie so soll man die Leute noch fragen, ob sie mehr klauen. Abwertung von Asylbewerbern. Bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat nicht großzügig sein, das ist die überwiegende Mehrzahl unserer Bevölkerung. Und die meisten Asylbewerber befürchten nicht wirklich, in ihrem Heimatland verfolgt zu werden. Es sind um die 60%, die das momentan glauben. Abwertung von Homosexuellen. Wir hatten ältere Daten auch von Heidmeier, die wir aber hier in der Grafik nicht drin haben. Die Zahlen waren damals sehr viel niedriger bei Heidmeiers Zahlen. 40% sind der Meinung, es ist ekelhaft, wenn Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen. Homosexualität ist unmoralisch, 25%. Ehen zwischen zwei Frauen bzw. zwischen zwei Männern sollten nicht erlaubt sein, 36%. Diese Zahlen haben ein großes Presseecho gefunden und ein Erstaunen darüber, dass in einem Land, was ja man glaubte, dass eine große Entwicklung genommen hat, was auch die Anerkennung anderer Lebensformen angeht, es gab Gesetzesliberalisierung, dass plötzlich doch so hohe Zahlen auftauchen. Die Zahlen sind zwar nicht so hoch wie bei unseren östlichen Nachbarn, muss man wieder sagen, aber die Zahlen sind sehr, sehr hoch und haben sehr viele Leute doch sehr aufgeschreckt, was da los ist. Positiv muss man sagen, ich glaube, die Grafik habe ich hier nicht dabei, positiv muss man sagen, dass im Vergleich mit 2006 die Sexismus, also dass die Frauen am Herd gehören und für die Kindererziehung zuständig sein sollen, dass da eine große Liberalisierung stattgefunden hat. Das ist auch sehr bemerkenswert, aber dass die Homosexuellen so abgewertet werden, ist auch besonders. Ein Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die rechtsextreme Einstellung unbezogene Menschenfeindlichkeit und Parteipräferenz. Wir haben unterschieden, die Parteien sind hier aufgeführt, wir hatten auch noch zwei Gruppen dabei, drei Gruppen dabei, die unser besonderes Interesse finden sollen, das sind die Nichtwähler und die Personen, die unklar sind, ob sie an der Wahl teilnehmen und die Personen, die zwar wählen gehen wollen, aber noch nicht wissen, wen sie wählen sollen. Und wenn man hier die Frage stellt, die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer im gefährlichen Maß überfremdet und wenn man das auf Parteipräferenz anschaut, die AfD liegt an der Spitze und dann kommen die Nichtwähler und die Wahlunentschlossenen liegen so bis hin zu der Gruppe CDU, CSU etwa auf einer Höhe, während Linke und Grüne da am wenigsten Zustimmung zeigen. Durch die vielen Muslime hier fühle ich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land. Das treibt die AfD-Wähler um, das sind 86%, aber auch die Nichtwähler und die Personen, wo die Wahlteilnahme unsicher ist. Hier gibt es wieder ein breites Mittelfeld und wo bis hin zu den Linken und die Grünen fallen ein bisschen ab. Zustimmung zur Aussage, Sinti und Roma neigen Kriminalität und da sehen Sie wieder ein ähnliches Bild, AfD 89% Nichtwähler, bis hin zu Grünen und Linken, das sind die Zahlen, allerdings die Zahlen auch beträchtlich, relativ niedrig, aber beträchtlich hoch. Das gilt auch, die meisten Asylbewerber befürchten nicht wirklich, in ihrem Heimatland verfolgt zu werden. Und haben Sie wieder die AfD ganz links, die Nichtwähler und von CDU bis SPD, Parteiwahl unsicher, Wahlteilnahme unsicher, alle im Mittelfeld und dann die Linke und die Grünen. Und was ich immer spannend finde, welche Partei wählen Rechtsextreme in Deutschland? Und wir hatten die Personen genommen, die ziemlich rechts eingestellt sind, durchgehend bei 18 Fragen zustimmen, sich äußern. Und hier sehen wir 2014 haben von Personen, die rechtsextrem hart eingestellt sind, 21% die CDU gewählt,
fast 25%, die SPD, die Linke 7%, die NPD und die Republikaner damals 6%, Nichtwähler 23%, AfD 6% und Parteiwahl unsicher knapp 9%. Und das Bild hat sich 2016 verschoben. Sie sehen CDU, CSU nur noch 11%, SPD ist auch zurückgefallen auf 15%. Und ein paar Blut- und Bodengrüne. Und bei der weil ich bin manchmal sehr respektlos, aber ja, bei der Linken steht die Zahl von 7,1 auf 2,8 zurück. NPD und Republikaner haben verschwinden. Nichtwähler sogar leicht angestiegen. Und hier sehen Sie einen dramatischen Anstieg. AfD 35% und Parteiwahl unsicher, ein bisschen abgenommen. Sie sehen, zwar hat die AfD das sehr stark zugenommen, es gibt aber noch sehr viele Personen, vor allem Frauen, die sich unter Nichtwählern befinden, die rechtsextrem eingestellt sind, die nicht zur Wahl gehen. Das sind noch sehr viele. Wenn man böse sein will, kann man sagen, die AfD hat ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Man könnte auch sagen, was ja jetzt auch an Vorwürfen von Gabriel an die CDU kam, dass sie das Klientel nicht mehr einbindet, also den katholischen Rechtsextremen zum Beispiel. Und die Frage taucht natürlich auch auf, ob die SPD diesen Personenkreis auch nicht mehr so einbindet. Man muss sich aus der Vorstellung lösen, dass Einstellung, rechtsextreme Einstellung, irgendwie eins zu eins auf Parteiwahl umzusetzen sind. Personen mit rechtsextremer Einstellung vermuten wir, wählen auch die anderen Parteien, weil sie sich andere Punkte für sie wichtig sind. Zum Beispiel, wer sorgt für eine gute Wirtschaft, also dass das für sie wichtig ist, sie deswegen bei der Parteiwahl anders agieren. Bei den nicht wählenden, eher rechts eingestellten Frauen könnte man vermuten, dass sie verschreckt sind von ein bisschen martialischen bei der AfD. Politische Einstellung, Befürwortung von Pegida. Ach so, die Grafiken habe ich gar nicht dabei, die will ich natürlich auch, die kann ich Ihnen so erzählen, wen die Parteien wählen. Die AfD wird eher von Männern gewählt, wissen Sie wahrscheinlich. Die Altersgruppen, ich guck mal gerade die Altersgruppen, ist eigentlich das Buch irgendwie Presse. Also ich wollte auch mitteilen, dass diese, was ich heute vortrage, alles im Netz steht, also kostenfrei im Netz steht. Der erste Teil dieses Buches, das ich hier habe, steht im Netz. Wenn ich in dieser Grafik, ich sehe gerade, ich sollte ja noch ein bisschen mehr über die Parteien sagen. Und dann fange ich mal an mit Sexismus und Parteipräferenz. Haben wir das Bild AfD sexistischer, überraschenderweise auch die FDP-Wähler sind sexistisch und die Linken und die Grünen natürlich wieder vorbildlich, was Homosexualität angeht, da gibt es keine großen Differenzen zwischen CDU, CSU-Wählern und AfD. Also es ist ein klassisches konservatives Thema und Homosexualität ist unmoralisch, sind natürlich auch CDU und AfD sich ähnlich und bei die Ehen sollten verboten werden, da liegt sogar, die CDU-Wähler wollen am wenigsten die Ehe da unterstützen. Die Linken sind völlig unauffällig. Sie interessiert natürlich auch, ich suche das gerade, die Zustimmung Konfessionszugehörigkeit dürfte Sie noch interessieren. Die Konfessionszugehörigkeit, das dürfte Sie nicht wundern. 55% der linken Wähler sind konfessionslos. 25% Protestanten, bei der FDP dominieren die, wissen Sie alles, die Protestanten. Bei den Nichtwählern streut das über das ganze Gebiet.
Bei der AfD sind auch 43% keiner Konfession zugehörig. Das Einkommensniveau bei den Parteipräferenzen, da unterscheidet sich die AfD von der NPD dadurch, dass die NPD von sehr vielen Abgehängten mit wenig Einkommen gewählt wurde, während das bei der AfD Abstiegsbedrohte wohl unter allen Gruppen gibt. Und die Linke repräsentiert zwar Personen unter 1250 Euro im Monat, und befinden sich bei den Linkenwählern 23%, der Anteil ist bei Nichtwählern 30%, also höher, ein hoher Anteil bei den Nichtwählern, die so wenig verdienen, und bei der Wahlteilnahme unsicher auch 27%. Also die Personen, die arm sind, sind überrepräsentiert bei der Linken, aber nicht ganz so stark wie bei Nichtwählern. Bei der AfD, die stechen da nicht besonders hervor, und die wenigsten, die wenig verdienen, die zieht es zur SPD. Wenn man die Bildung sich anschaut, haben die linken Wähler mit den grünen Wählern den höchsten Bildungsgrad. Die Nichtwähler haben den geringsten Bildungsgrad, und AfD, Wahlteilnahme unsicher, SPD liegen etwa auf gleicher Höhe. Und das Wahlalter, Linke 52 Jahre, Grünen 42 Jahre, AfD 47 Jahre, CDU 56 Jahre. Und bei Geschlecht, 64% der AfD-Wähler sind männlich, und bei der Linken sind es 51%, also weitaus ausgeglichen, während die Grünen-Wähler eher weiblich sind. Was ist noch interessant an der Parteienfrage? Die Einstellung zur Demokratie, für die Demokratie an sich sind alle, also fast alle, 95%. Fragt man aber nach die Zustimmung zur Demokratie, wie es in der Verfassung festgelegt wird, dann bröckelt die Zustimmung. Da hat die AfD 52% nur zufrieden, Nichtwähler 64%, 68% der Linken. Hierzu muss man sagen, dass, was wir schon immer betont haben, Zustimmung zur Demokratie, die in der Verfassung festgelegt wurde, ist auch ein Ost-West-Phänomen, was wir seit Jahren beobachten. Das liegt daher, dass man 1990 die westdeutsche Verfassung übergestülpt hat und dass man in den neuen Ländern die Vorstellung hatte oder auch viele neuen Ländern davon ausgegangen sind, dass eine neue gemeinsame Verfassung gemacht wird, die aber nicht stattgefunden hat. Noch schlechter sieht es aus, Zustimmung zur Demokratie, wie sie tatsächlich funktioniert, da 70% CDU, 66% Grüne, 65% SPD, 11% bei der AfD. Und immerhin ist die Zustimmung zur Demokratie, wie sie wirklich funktioniert, auch bei Nichtwählern, Parteiwahl unsicher, nicht so hoch, aber auch bei den Wählern der Linken mit 45% nicht so hoch. Ich glaube, das ist auch wieder, die sehr viele linken Wähler aus den neuen Ländern kommen, glaube ich, ist ein Ausdruck einer politischen Entfremdung, jetzt nicht so unbedingt im marxischen Sinne, sondern politische Entfremdung in dem Sinne, dass die Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Politik sehr gering sind, dass es sehr, sehr wenig Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das ist ein Grund für die Antworten bei dieser Frage. Lügenpresse, interessiert Sie noch Lügenpresse? Lügenpresse, also
Also wer an die Presse fest glaubt, ist die FDP, die Grünen, die CDU und dann die AfD sind es nur 10%. Die von Lügenpresse, 41% der AfD-Wähler würden von Lügenpresse sprechen. Es sind aber Nichtwähler, es sind dahinter, parteiweise unsicher und dann auch wieder die Linke. 40% sprechen nicht von Lügenpresse, aber sehr viel, 15% sprechen immerhin auch von Lügenpresse. Das ist natürlich auch Ausdruck von Sachverhalten, dass man der Meinung ist, dass über wichtige Probleme in unserer Bevölkerung, dass sie zu kurz kommen, dass sie zu kurz kommen in der Presse. Ich glaube aber, dass sich diese Vorbehalte gegen die Presse bei AfD und Nichtwählern partiell unterschiedlich sind von linken Wählern, wo es ja auch nicht so ausgeprägt ist, dass bei AfD und Nichtwählern sehr viel mit also um die Flüchtlingsfrage geht, aber bei sehr vielen anderen, ich denke auch bei sehr vielen linken Wählern geht es auch darum, dass unsere Presse nicht ausführlich genug berichtet über soziale Ungleichheit in unserem Land. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ich komme noch politische Einstellung, Befürwortung von Pegida. Pegida-Befürwortung haben wir gefragt, die Einflussfaktoren von Pegida. Wer macht Pegida-Befürwortung? Haben wir da eine Grafik? Das sind 25% der Bevölkerung sind Pegida-Befürworter. 10% kennen die nicht, die Pegida. Und der Rest ist so ablehnend oder unentschieden. Wichtigste Einflussfaktoren für Pegida-Befürwortung sind unsere Rechtsextremismus-Frageproben. Deutlichster Zusammenhang Islamfeindschaft, Verschwörungsmentalität, also das Verschwörungsmentalität, will ich ja auch nicht näher darauf eingehen, dass es Personen gibt, die uns geheim lenken etc. Politische Deprivation, also das Gefühl, nichts zu sagen zu haben. Ost-West ist zwar auch noch signifikant, aber Geschlecht auch, Geschlecht eher Männer, aber die Region ist zwar noch signifikant, spielt aber keine große Rolle. Das ist immer ein Punkt beim Ost-West-Problem. Wenn man Ost-West-Gegensätze so einfach sich anschaut, muss man auch immer dahinter sehen, dass es auch strukturelle Unterschiede zwischen Ost und West gibt. Nicht nur das Lohnniveau, sondern auch, dass sehr viel, wie soll man das sagen, Braintrain, dass gut ausgebildete junge Leute in die südlichen Bundesländer gegangen sind. Wir haben Regionen, 9 Ländern, 125 junge Männer auf 100 Frauen, sind Verhältnisse wie in China, nur dass in China auf andere Faktoren zurückgeht. Ja, also Pegida-Befürwortung ist eindeutig, sehen Sie, gespeist. Rechtsextremismus, Islamfeindschaft und Verschwörungsmentalität. Interessant finde ich, dass die Verschwörungsmentalität, wo ich immer dachte, durch die vielen Ausflüsse in den sozialen Medien, ich habe das Gefühl, dass Verschwörungsmentalitäten dramatisch zugenommen haben. Dem ist aber nicht so. Verschwörungsmentalitäten sind leicht zurückgegangen gegenüber früher und ein bisschen mehr Sachlichkeit eingekehrt, aber sie sammeln sich, Verschwörungsmentalitäten, so gesteuert zu werden von geheimen Mächten, ist bei Pegida sehr stark. Zustimmung von Pegida und Antworten natürlich, die Zustimmung mit Islamfeindschaft und Zielen von Pegida ist ganz deutlich. Die Ablehnung Demokratie als Idee ist bei Pegida, die Freude zu Pegida stehen deutlich ausgeprägt und die Ablehnung einer Diktatur ist bei den Personen, die voll zu Pegida stehen, lehnen auch die Diktatur nicht ab. Ich glaube, ich soll es dabei. Könnten Sie noch machen. Was soll ich noch machen? Ja. Gut.
Wir haben uns auch angeschaut, sonst reden wir immer über Mittelwerte und Durchschnitte. Wir haben diesmal auch den Ansatz gewählt, dass es ja in unserer Bevölkerung verschiedene Milieus gibt. Es gibt ja verschiedene Ansätze, Milieus zu betrachten. Lange Zeit hat man sich irgendwie Ober-, Mittel-, Unterschicht oder den Schichtenkäse, wie ich es immer liebevoll nenne, gemacht, der sehr undifferenziert ist. Es gab die Sinusstellen, es gab von Sinus Milieus, deren Berechnung keiner weiß, außer den Urhebern, weil die nie bekannt gegeben haben. Wir haben aufgrund der Fragebögen zum Rechtsextremismus per Clusteranalyse, das ist ein Verfahren, das Personen mit ähnlichen Einstellungen gruppiert, haben wir 6 Milieus identifiziert: modernes Milieu, konformes Milieu, ressentiment geladenes Milieu, latent antisemitisch autoritäres Milieu, ethnozentrisch autoritäres Milieu und rebellisch autoritäres Milieu. Und die sehen Sie hier Kreise. Je größer der Kreis ist, desto mehr Personen gehören dem an. Dem modernen Milieu gehören die meisten an. Kleine waren das 5er ethnozentrisch autoritäre oder das konforme Milieu. Und wir haben die in der Grafik eingetragen. Das ist der Wert für 2006. In der Grafik eingetragen, Vertrauen in die gesellschaftliche Verfassungsinstitution, das ist der Mittelwert 24, unterliegen alle Milieus auf der gleichen Höhe etwa. Ablehnung und Zustimmung zur Verfassungsorganisation, Institution, Bundestag, Parteien, Polizei etc. Unauffällig auf derselben Höhe. Wir haben eine zweite Dimension, wir haben nach Gewalt gefragt. Personen, die Gewalt generell ablehnen, geht über Personen, die Gewalt akzeptieren, aber die Gewalt soll von anderen, die andere machen, und Personen, die Gewalt selbst anwenden. Sehen Sie hier eine kleine Differenzierung. Gewaltablehnung beim modernen Milieu am stärksten und Gewaltakzeptanz beim rebellisch-autoritären Milieu am stärksten. 2012 hat sich eine Veränderung ergeben. Der Mittelwert, der vorhin 24 war, ist leicht angestiegen. Mittelwert Vertrauen in die gesellschaftlichen Institutionen, aber mit einer Polarisierung. Die beiden Milieus, modernes Milieu, konformes Milieu, zeigen höhere Vertrauen in die Verfassungsinstitutionen. Dagegen sind die anderen Milieus, vor allem 5er und 6er, zeigen wenig Vertrauen in die Verfassungsinstitution. Das hat nachgelassen, und wenn man sich die Gewaltbereitschaft anschaut, sieht man, dass die Gewaltbereitschaft, eine Polarisierung stattgefunden hat, diese beiden Hauptmilieus lehnen Gewalt auch sehr stark ab, und dieses Milieu will auch Gewalt selbst anwenden. Haben wir auch Kritik gekriegt in der FAZ. Gewalt, wenn, das ist so wie bei Zivilienverweigerern, dass man denkt, Gewalt anwenden sollen doch die Polizei. Wer ist nicht dafür, dass die Polizei ist, sondern auch andere die Gewalt anwenden? Wenn man aber so fragt, meint niemand die Polizei, sondern meint schon, dass man Gewalt akzeptiert, und dass man schon ziemlich eindeutig. Also die Gewaltbereitschaft hat bei diesen Milieus zugenommen. Das ist die eine Botschaft. Die andere Botschaft ist, dass diese, wie wir sie genannt haben, die beiden Milieus, modernes und konformes Milieu, die demokratischen Milieus, höhere Vertrauen in die Verfassungsorganisationen haben und die Gewalt tendenziell eher ablehnen als vor 10 Jahren. Das ist eine positive Botschaft, dass auch die Auseinandersetzung um die Flüchtlingsfrage doch auch sehr viele Personen, die sich bisher eher, sagen wir, die eher undifferenziert waren, sich gewandelt haben und auch eindeutig sich mehr zeigen an Vertrauen in die Institution und auch an Ablehnung der Gewalt sich positionieren. Die zentralen Ergebnisse: wir haben keine
bei den klassischen rechtsextremen Einstellungen keine Zunahme. Wir haben ein bisschen Zunahme der Aggression gegen Muslime, Sinti, Roma und Asylsuchende. Wir haben eine zunehmende Radikalisierung, also bei einigen Gruppen in der Gesellschaft. Wir haben eine zunehmende Polarisierung, auf der einen Seite Personen, die völlig ablehnend dem Staat gegenüber stehen und gewaltbereiter geworden sind, andere, bei denen das dezidiert nicht der Fall ist. Wir können auch sagen, die Rechtsextreme haben in der AfD eine Heimat gefunden. Sie hatten ja bisher, die Rechtsextremen haben keine Heimat bei der NPD unbedingt gefunden. Wir haben eine starke Ausprägung rechtsextremer Einstellungen und Pegida-Anhängern. Wir haben in Ostdeutschland einen hohen Anteil rechtsextremer Einstellungen bei jungen Erwachsenen. Die Studie, diese ersten, also das Buch, was ich hier gezeigt habe, die ersten, also die Hauptergebnisse der Studie sind kostenfrei im Internet da zu finden. Vielen Dank für die ausführliche Vorstellung der Studie, Herr Brehle. Im Internet zu finden heißt auch, Sie sind auch zu finden auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung, zusammen mit noch ein paar anderen Materialien. Im Übrigen auch auf den Seiten der Heinrich-Böll-Stiftung und der Otto-Brenner-Stiftung, die jeweils auch noch ein paar eigene Einschätzungen und Sichtweisen dazugepackt haben, sodass man sich da informieren kann. Auch irgendwie auf diesen Seiten findet man auch Hinweise und Verlinkungen oder teilweise sogar Zusammenstellungen zu dem gesamten Medienecho in den letzten Tagen.